bewegt. Zuhören, entscheiden, handeln. Unterwegs für Nordrhein-Westfalen. Heute Armin Laschet auf dem Festakt zu 70 Jahren CDU-Fraktion in NRW. Fraktionen sind Orte der Verständigung, sie sind Teil der Lösung, sie sind Diener der Einheit und deshalb haben die Fraktionen zur Identität des Landes Nordrhein-Westfalen, die heute enger ist als vor 70 Jahren, wesentlich beigetragen und es lohnt sich, dies zu feiern. 70 Jahre bewegte Geschichte der CDU-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. In diesem Buch zum Jubiläum sind sie aufgezeichnet. In der Gegenwart ist der Plenarsaal gerade pickepacke voll mit Gästen aus Politik und Gesellschaft. Sie alle sind gekommen, um die Arbeit und das Wirken der Fraktion zu würdigen. Mit dabei die ehemaligen Vorsitzenden. In ihrer Mitte Armin Laschet als aktueller Fraktionschef und CDU-Vorsitzende Angela Merkel, die eine eindringliche und humorvolle Festrede hält. Natürlich aufgeschlossene Erwachsene und ich weiß, Kurt Biedenkopf sagt immer, wer heute 70 ist, der ist eigentlich erst 50 und so. Aber es lernt sich schwerer und wir müssen vor allen Dingen wieder neu lernen. Wir müssen neugierig bleiben. Und deshalb meine Bitte an die CDU-Landtagsfraktion, bleiben Sie in diesen so spannenden und interessanten Zeiten neugierig. Interessieren Sie sich für die Entwicklung der Welt, holen Sie das Beste davon nach Nordrhein-Westfalen. Seien Sie Partner für andere in der Welt und zur CDU-Landtagsfraktion sage ich, ich unterschreibe, die Opposition von heute ist immer die Regierung von morgen und das ist eine gute Aussicht. Herzlichen Dank. Mit dem Ansporn der Chefin im Hinterkopf lässt es sich gut feiern. Und weil es ein geschichtsträchtiger Tag ist, wird hier natürlich auch die eine oder andere Geschichte ausgetauscht. Gastgeber Armin Laschet kommt aus dem Strahlen und Sprechen gar nicht mehr heraus. Aus den Reihen der Gäste wiederum gibt es Glückwünsche und Tipps für die kommenden Jahre. 70 Jahre Landtagsfraktion, herzlichen Glückwunsch zu diesen 70 Jahren erfolgreicher Arbeit. Ein klasse Festakt mit der Bundeskanzlerin und Armin Laschet. Alles Gute für die nächsten 70 Jahre. Erstmal streitbar, mutig, engagiert auf die nächste Landtagswahl zu steuern. Dann wieder regieren und aus der Regierungszeit eine 70-Jährige machen. Tipp vielleicht der, dass wenn man erfolgreich Fußball spielen will, muss man versuchen, dass man keinen Flügel vernachlässigt. Man darf nicht nur über den linken, man muss auch über den rechten spielen. Eine gelungene Veranstaltung. Menschen aus dem gesamten politischen Leben waren da. Fraktionsvorsitzende seit Kurt Biedenkopf alle. Die Kollegen aus dem Bundestag, aus dem Landtag, aus dem Europäischen Parlament und die Gesellschaft Nordrhein-Westfalens. Also es hat mir viel Spaß gemacht und die Rede, die ich gehalten habe, hat vielleicht manchen überrascht, weil er dachte, es gibt jetzt eine parteipolitische Rede. Aber einmal daran zu erinnern, was leisten Fraktionen eigentlich, das war etwas, was mir heute sehr wichtig war. 70 Jahre CDU-Fraktion in Nordrhein-Westfalen. 70 Jahre Einsatz dafür, das Land voranzubringen. Dieses Buch ist also noch lange nicht zu Ende geschrieben.